Hallo liebe Videofreunde, in diesem Video zeige ich euch den schönen Stellplatz Enkirch an der Mosel. Ver- und entsorge ich unseren Peppino das erste Mal alleine, mache eine schöne Wanderung in den Weinbergen und bearbeite Videos mit unserem Hund Dolten. Viel Spaß! Da steht der Brötchenmann und der fährt jetzt und Brötchen aus hier auf dem Platz. Das ist vielleicht cool. Hallo liebe Videofreunde, bevor ich jetzt anfange zu frühstücken, heute ist es schon sehr spät, ich bin aber schon relativ früh wach gewesen, aber bin noch nicht dazu gekommen zum Frühstücken, wir haben schon Mittag, möchte ich euch noch ein bisschen was über den Stellplatz hier erzählen. Ich befinde mich ja jetzt den dritten Tag auf dem Stellplatz in Enkirch an der Mosel. Das ist ein sehr, sehr schöner Stellplatz. Also der ist riesengroß und trotzdem habt ihr hier natürlich gerade jetzt auch zu der Jahreszeit also ganz viel Platz, euch auszubreiten, ohne dass ihr gleich ganz nah am Nachbarn seid. Aber auch im Sommer, wenn viel los ist, ich denke, ist der sehr gut versorgt. Es gibt sehr viel Stromsäulen hier, absolut gute Stromversorgung hier. Ich glaube, es gibt auch hier eine kleine sanitäre Anlage. Ich weiß es nicht, das habe ich noch nicht gesehen. Ich habe nur gestern zwei Leute gesehen, die in diesem Oldtimer-Wohnmobil waren und die kamen dann früh morgens mit der Kulturtasche zurück und mit gewaschenen Haaren. Also scheinbar muss es irgendeine kleine Möglichkeit hier geben. Dann gibt es eine Ver- und Entsorgestelle. Was heißt eine? Ihr habt drei Wasserstellen, ihr habt zwei Grauwasserablässe. Es gibt einen Kassettenautomat für die Toilette, der funktioniert aber derzeit glaube ich nicht mehr, ich glaube der ist abgestellt. Und eine manuelle Versorgung natürlich für die Entsorgung der Toilette. Dann gibt es Müll natürlich, ganz klar. Hier sind nochmal so eine Wand mit Möglichkeiten von Weingütern und Restaurants, wo man sich anschauen kann. Das finde ich also sehr gut. Einmal Gewerbe, einmal Weingüter, einmal Ferienwohnungen und Hotels und Restaurants. Also das finde ich sehr, sehr gut gemacht, muss ich sagen. Und ihr habt ja auch nochmal die Buslinien, wenn ihr irgendwo hin wollt mit dem Bus fahren. Steht alles hier. Das haben sie wirklich supi gemacht. Ja, das war's zur Entsorgung. Müll, Grauwasser, Wasser und Toilette. Ja, okay. Da werde ich nachher mal hinfahren, weil ich will mein Auto heute umparken, weil sie ab morgen hier Regen gemeldet haben und auch ordentlich Regen, glaube ich. So wie es ausschaut. Und dann bleibe ich hier nicht mehr auf dem Rasen stehen. Das ist ein bisschen ein Nachteil, dass das alles auf Rasenfläche ist. Und es gibt nur ein paar Plätze vorne, die auf Schotter sind. Also ansonsten stehst du hier eben auf Rasenfläche. Und deswegen machen die auch im Winter zu, weil es immer wieder Hochwasser hier gibt und sich das dann nicht mehr rentiert. Ja, jetzt schimpfen die Wildgänse hier draußen. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Jetzt sind sie wieder still. Ja, hier gibt es immer so ein Pärchen, die laufen direkt hier am Wohnmobil vorbei und die haben hier natürlich hier total gut zu futtern. Und hier ist scheinbar, jetzt schimpfen sie wieder. Wahrscheinlich hören die mich oder irgendwas. Sieht so aus, weil sie gucken immer hierher. Also das ist ja herrlich hier, was das betrifft. Ne? Also die Wildgänse und so, die machen halt hier entweder noch Rast und fliegen dann weiter. Es sind ein ganzer Schwarm hier. Das ist total schön, das auch zu beobachten. Ich hoffe, dass ich noch ein paar Bilder einfangen kann heute, solange wie das Wetter noch gut ist. Ich bleibe morgen noch hier, auch wenn es regnet. Aber da ich hier kostenloses WLAN habe, das gibt es übrigens hier auch, will ich das noch ausnutzen. Ja, jetzt werde ich mal frühstücken und dann mache ich mich wieder an die Arbeit. Und ja, dann hören wir uns später irgendwann wieder. Bis dann.
Ciao. So, liebe Videofreunde, jetzt kommt natürlich der Teil, den man nicht immer so mag. Alles auffüllen, entsorgen, die Toilette entleeren. Aber das muss ja auch sein. So, jetzt kommt der besonders schöne Teil der Entsorgung. Ja, und in diesem Zusammenhang möchte ich euch gerne mal unser Produkt vorstellen, was wir uns gekauft haben, mit dem wir wirklich sehr zufrieden sind. Das ist eine biologisch abbaubares Sanitärprodukt, und das besteht aus Kristalle. Und der Vorteil an der ganzen Sache ist, wenn ihr das reinmacht, zersetzt es die Feststoffe. Das heißt, es bleibt dann nur noch flüssig übrig. Und das ist eine feine Geschichte und zersetzt auch gutes Toilettenpapier. Wir benutzen ja sowieso ganz wenig Toilettenpapier, aber das bisschen, was wir benutzen, das wird dadurch auch zersetzt. Und wie gesagt, die Feststoffe sind dann flüssig, kommt alles flüssig raus. Davon nimmt man drei Löffel. Das riecht halt auch nicht so nach diesem Chemieklo dann, ne? Bisschen ausziehen. So, noch ein bisschen. So. Und dann könnt ihr. Da gibt es dann noch so Tropfen dazu, und das sind so Zitronenduft ist das. Und davon könnt ihr dann noch mal ein paar Tropfen reinmachen. Hier steht 8 bis 30 Tropfen. Ich habe jetzt 25 Tropfen reingemacht, das reicht. Und dann riecht das schön nach Zitrone. Also wir sind super zufrieden damit. Wir nehmen nichts anderes mehr. Hoppa. Wir sind wirklich total zufrieden damit. Ups, will nicht. Also das heißt, wie gesagt, Bixan Kristalle. Ja, das wollte ich euch mal in dem Zusammenhang vorstellen, weil wir sind echt wirklich super zufrieden damit. So, das hätten wir also auch geschafft. Kommt das gute Ding wieder rein.
fertig. Ja, und jetzt fahre ich auf den Schotterplatz, dass ich morgen mich nicht umstellen muss, wenn es schon angefangen hat zu regnen. Und ja, dann stehe ich da ein bisschen sicherer als in dem Matsch dann auf der Wiese. Ja, ich weiß ja nicht, wie das euch geht in euren Mobilen, aber ich hab's dann auch ehrlich gesagt immer ganz gerne ein bisschen ordentlich und auch sauber. Also so ein, wenn man halt mal so ein Wochenende macht, wo wir da waren, auf den Pässen und so, na gut, dann da siehst du mal da drüber hinweg. Aber so, wenn man dann doch wieder einen längeren Zeitraum im Wohnmobil ist, also ich möchte es dann doch gerne sauber und ordentlich haben. Ich weiß nicht, wie das euch geht. Wir haben auch noch einen Hund dazu. Wir haben ja auch hier so einen Boden drin, so ein ja, so eine Art Teppichboden, der war ja mit dabei. Und da haben wir schon überlegt, ob wir uns einen neuen Boden jetzt holen. Aber wir wollen den über den Winter jetzt erstmal noch nutzen, weil der ist sowieso schon, naja, nicht mehr ganz so taufrisch. Auch durch den Hund halt, wenn der mit den nassen Pfötchen reinkommt. Und so kannst du abwischen, wie du willst, draußen trotzdem, ne? Und ja, das ist halt schon so, ich bin da so ein bisschen, ich renne mit diesem Staubsauger hier, renne ich wirklich am Tag zigmal durch die Gegend und sauge den Boden, ne, weil ich sauber haben will. Ich möchte einfach ein bisschen schöner haben, auch in meinem Wohnmobil. Ich weiß nicht, wie geht's euch denn? Seht ihr da drüber hinweg und seid ihr da total tiefenentspannt oder ja, wie macht ihr das denn meistens? Ihr Frauen seid ja auch, dass ihr mit einem Putzlappen durch die Gegend rennt und immer mal sauber macht und da drüber wischt und da drüber wischt. Also ich bin so. Ich möchte es halt irgendwie ordentlich und sauber haben. Ja, würde mich mal interessieren. Schreibt das mal in die Kommentare, wenn ihr möchtet. Ja, wenn ihr hier durch die Brücke unten durchlauft am Stellplatz, seid ihr gleich in der Touristikinformation. Schönes Häuschen. Und dort, wenn es offen ist, bekommt ihr auch Geld gewechselt, weil ihr braucht ja immer relativ gut eure Stücke. Das machen die hier sicherlich, hat die Dame am Empfang des Stellplatzes gesagt. Also es ist gleich nahe des Stellplatzes, die Touristeninfo. So, also ich habe gefunden, hier gibt es Tatsache einen Sanitärbereich, der hat auf Montag bis Freitag von 7 bis 20 und am Wochenende 8 bis 20.30 Uhr. Ja, nee, auch bis 20 Uhr haben sie durchgestrichen. Und dann gibt es sogar noch wohl Waschmaschine und Trockner, die man benutzen kann. Also das ist ja super. Toll. Ich habe keine Maske an, ich kann leider nicht reingehen und euch das zeigen. Ja, die Duschen habe ich gefunden. Das ist alles hier an Touristeninformationen an dem Haus. Also sehr sauber und ordentlich. Und dann gibt es auch für Rollstuhlfahrer eine Möglichkeit für Duschen und Toilette. Und dann habt ihr hier nochmal auch Toiletten. Und ich glaube, hier hinten sind auch nochmal Duschen, weil da ist so ein... Ja, hier ist auch nochmal eine Dusche. Und hier auch. Also das ist echt super. Toll. Ja, unweit der Brücke gibt es hier gleich eine kleine Pizzeria, wo ihr euch was holen könnt zum Mitnehmen. Also auch fürs leibliche Wohl ist gleich in der Nähe gesorgt. Alter Falter, ey, das ist steil. Und da gibt es noch viel steilere Hänge. Ich bin jetzt noch mal so ein paar Meter hier hochgelaufen, weil ist ja auch Privatgelände und darf man ja auch nicht. Aber nur mal so, um zu zeigen, krass, geht gut hoch hier. Ach, und noch die schönen Farben jetzt. Oh, morgen ist vorbei. Traumhaftes Wetter, traumhafter Tag, traumhafte Weinberge. Ja, so herrlich nochmal heute hier. Ein wunderschöner Spaziergang nochmal jetzt in den Weinbergen. War echt schön gewesen. Jetzt laufe ich langsam zurück, bei Michael kommt nachher. Ja, war toll, war sehr, sehr schön. Another day.
lights in the fast lane life, riding high, reaching for the sky. I had it all but lost and fell back down again. Spent my time playing the game where every single day was a losing battle and every drink was a dead end. Eyes on the goal, don't lose control. I'm living fast, I've lost my soul, I'm driving. Emotions high and low, holding on or letting go. I'm fighting another day. Also auf die Idee, sich hier auf den festen Parkplatz zu stellen mit Untergrund, sind schon mehr gekommen. War schon gut so, dass ich rübergefahren bin. So, das immer wieder. Ja, ich mache mir jetzt ein bisschen was zu essen. Eigentlich war geplant, dass Michael heute Nachmittag kommt und dann aber Abend wieder fährt, weil er heute Nacht arbeiten muss. Aber das hat sich bei ihm alles verzögert. Das ist halt immer bei Michael Job so, dass man nie irgendwo etwas planen kann, wenn er am Arbeiten ist. Und das wird wohl nichts. Ich glaube, der wird auch gar nicht mehr kommen. Und deswegen mache ich mir jetzt Essen, was Michael nicht so unbedingt, oder sagen wir mal so, was bei ihm nicht so auf der Platz 1 Liste steht. Das ist Gemüse ohne Fleisch. Essen zum Beispiel. Michael ist echt ein Fleischpflanzer. Und deswegen werde ich das jetzt ausnutzen. Ich habe noch ein bisschen Gemüse da und werde jetzt noch so eine Paprika, Fenchel und Tomaten. Dann habe ich noch eine Zucchini, kommt auch noch rein. Und dann mache ich wieder diesen Weizen. Den gibt es im Kochbeutel. Mir schmeckt es sehr gut. Das ist mal was anderes als Kartoffeln oder irgendwie Nudeln oder sowas. Und dann vermische ich das mit dem Gemüse. Und ein bisschen Butter dran, ein bisschen Brühe und dann noch ein bisschen entweder Parmesankäse drüber oder ja, oder man kann das auch mit Käse überbacken, aber ich glaube, dazu habe ich heute keine Lust mehr. Ja, das gibt es bei mir heute. Das kommt weg und wenn Michael kommt, dann kriegt er entweder extra was gebraten oder er kann sich eine Pizza holen bei der Pizzeria oder ich hole ihm eine, falls er noch kommen sollte, die ich da vorhin gesehen habe. Ja, so wird es wohl heute werden. Dann werde ich mich mal ein Schnippeln machen. Ich habe jetzt ein bisschen Chili noch reingemacht und ein bisschen Oregano, da ist mir heute ein bisschen zu viel rein geflutscht, weil die Dose aufgegangen ist, aber ich hoffe, es geht noch. Jetzt habe ich den Knoblauch dazu gemacht, den brate ich jetzt schön mit an und dann kommt noch so ein bisschen Gemüsebrühe rein. Das lasse ich das dann noch mal schön. Das lasse ich dann noch mal ein bisschen schön andünsten und dann ist es eigentlich schon so gut wie fertig. Dann kommt der Weizen dazu. Man kann noch ein bisschen Butter dann dazu machen und für den Geschmack, ja, und dann, das war es eigentlich schon. So. Ja, das ist so eine Art Minestrone. Ja,
So, dann werde ich mir mal schmecken lassen. Also, dann wünsche ich mir mal selber einen guten Appetit. Gut. Scharf. Gut gewürzt. Schön scharf. Schmeckt gut.